Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Was ist da drin? Achso, da waren wir ja schon. Okay, da haben wir die Klinik, die Quest. Und Hier warum wollen wir hat man nicht keine runter. Zeit dafür? In Kedera Dann braucht es gucken wir nichts nochmal anderes. weiter, Ja, schade drum. was wir hier so finden. Okay, gehen wir mal in das große Gebäude. Oh, das ist irgendein mit Mineral. Iridium. Noch eine Leiche. Guter Mensch. Sanjeev Clement. Zivilist von der Nexus. Verletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung. Starb an inneren Blutungen. Letzte Worte. Die Exilantin Delaney Roos hat mich gegen meinen Willen von der Nexus verschleppt. Als ich nicht kooperieren wollte, haben sie und ihre Freunde mich verprügelt und hier meinem Schicksal überlassen. Ich habe keine Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren. Ich hoffe, meine Freunde auf der Nexus überleben. Diese verdammten Exilanten. Sanjeev Clement, ein schrecklicher Tod. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn ich jetzt so gegen die Exilanten, also gegen die gewalttätigen Exilanten. Es gibt sicherlich auch welche, die wollen einfach nichts mit der Nexus zu tun haben und einfach ihr Leben leben. Verstehe ich. Die tun ja auch niemandem was. Aber warum versuchen denn die alle immer ihren Willen anderen aufzuzwängen? Ich hasse Menschen manchmal. Es ist echt schlimm. Es ist wirklich schlimm, was wir einander antun. Sie sind diese große Nummer von der Initiative, oder? Ja, vielleicht. Schon möglich. Schulde ich Ihnen Credits? Oh, Sie sind ein Witzbold. Das gefällt mir. Man könnte sagen, ich bin von den Exilanten enttäuscht. Man kann den Leuten hier nicht trauen. Sie würden einen eher abstechen, als zusammenzuarbeiten. Soll heißen, ich habe für keinen von Ihnen sonderlich viel übrig. Die haben Sie überhaupt nicht verdient. Verdammt richtig. Gesetzlose sind kreativ, wenn es darum geht, Zeug zusammenzubauen. Ich wette, sie könnten einiges lernen, wenn sie unseren Kram untersuchen. Sie sollten sich also gesetzlosen Check und Materialien ansehen. Vielleicht finden sie ja das eine oder andere raus. Und vergessen sie nicht, wer sie auf diese Idee gebracht hat. Okay, die Waffe an einer Forschungsstation herstellen. Okay, machen wir mal. Musik, Tanz, Alkohol? Perfekt. So, hier haben wir ein Datenpad. An alle Tartarus-Mitarbeiter, das obere Privatzimmer ist jetzt besetzt. Sie müssen also anderswo ihr Nickerchen halten. Bringen Sie dem Herrn, was immer er will. Die Rechnung wird auf Vidal angeschrieben, Kian. Tut mir leid, falls Sie tanzen wollen. Ich habe gerade Pause. Sind Sie dafür den ganzen Weg bis hierher gekommen? Um an so einem Ort zu leben? Ich musste weg von meiner verrückten Familie in der Milchstraße. Mein Bruder Conrad hat ein paar Liter zu wenig E-Zero getankt, wenn Sie verstehen. Aber jetzt bin ich hier. Und es ist toll. Dieses Long Kelly. Ich wäre gerne genauso wie Sie. Dieses Auftreten. Sie sagt, hey du Mistkerl, leck mir die Stiefel, küss meinen Ring und dann meinen Hintern. Ich will für Sie arbeiten, alles von ihr lernen. Und dann rufe ich meinen Bruder Conrad an und sage, sieh her, du Idiot, du bist nicht der Einzige in der Familie, der mit Promis abhängt. Genau. Viel Glück dabei. Danke, Ryder. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Zwei Kroganer. Die scheinen ein bisschen was getankt zu haben. Da ist wahrscheinlich unser Kontaktmann. Vidal, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, drin. Okay, Liam ist ganz heiß, der läuft schon mal vor. Okay, da ist Rensus, Kian. Sind hier noch andere Leute? Datenpads. Oh, wir können tanzen. Sie kann genauso gut tanzen wie Shepard. Täuschend.
Da ist noch ein Datenpad. Bericht Mineralienanalyse, Dirk. Basierend auf den letzten Daten würde ich vorschlagen, in Barrett zu investieren. Der Markt wird bald mit Schwefel überschwemmt und wenn die mit dem Abbau beginnen, ist Barrett das perfekte Beschwerungsmittel. Wenn Sie Proben nehmen wollen in Drolier, gibt es eine Ablagerung. Moment bitte. Dirk, Mensch. Wollen Sie auf die Schnelle ein paar Credits verdienen? Kommt drauf an. Nur wenn es legal ist. Aber natürlich. Wie Sie vielleicht wissen, sind die wertvollsten Handelswaren auf Kedera Altmetall und von der Nexus gestohlene Ressourcen. Aber dieser Brunnen trocknet langsam aus. Ich werde nicht für Sie stehlen. Das will ich auch gar nicht. Ich konzentriere mich auf Andromedas eigene Ressourcen. Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass es in Drolier ein großes Baryt-Vorkommen gibt. Baryt wird bald eine große Nummer sein. Was Sie nicht sagen. Ich habe einen Landvermesser losgeschickt, um das zu überprüfen, aber er ist nicht zurückgekehrt. Von Ihnen brauche ich nun lediglich Gewissheit. Ja, gut. Senden Sie mir seinen letzten Nav-Punkt, dann überprüfe ich das. Besten Dank. Okay. Eine neue Quest und dann quatschen wir jetzt nochmal mit dem Rensus. Ja, wer kreuzt denn da meinen Weg? Pathfinder Rider, erinnern Sie sich? Ja. Ich bin der Unschuldige, den Sie ins Exil geschickt haben. Nirkin Rensis. Es hat sie also nach Kadera verschlagen. Es gab nicht viele Orte für Mariette und mich. Außer einem Sarg, versteht sich. Ihre Frau ist also bei Ihnen geblieben. Überrascht Sie das? Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Es war nicht einfach für sie. Ich habe an jenem Tag auf Eos getan, was zum Überleben notwendig war. Mariette versteht das. Unser neues Leben gefällt uns. Das Leben von der Hand in den Mund bedeutet auch Freiheit. Und wir müssen uns komplett aufeinander verlassen. Also, nein, es überrascht mich nicht, dass eine Frau bei ihm geblieben ist. Man stößt ja nicht jemanden sofort. Also bei gewissen Sachen vielleicht schon, aber ich denke, wenn man schon länger ein Paar ist, dann und sich kennt, dann, ja, wenn man einander die Situation erklärt, dann schon. Also es hat mich jetzt nicht überrascht, dass Mariette bei ihm geblieben ist. Überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich eine schöne Geste, dass sie ihn nicht aufgegeben hat. Und ja, wir haben ihn ins Exil geschickt, weil er ja schon einen Vorsatz hatte, sagen wir es mal so. Und das war halt eine verzwickte Situation. Aber wir haben ihn ja nicht zum Tode verurteilt. Was sage ich denn jetzt? Freut mich, dass es geklappt hat oder es gab keine Gerechtigkeit? Wir sind immer so. Es freut mich, dass sich die Sache positiv entwickelt hat. Sie haben sich bestimmt große Sorgen gemacht. Ich sollte Ihnen vermutlich danken. Also danke, Pathfinder. Ich richte Mariette Grüße von Ihnen aus. Er klang jetzt ein bisschen zynisch. Kann ich auch verstehen. Darf er auch sein. Er ist in der Position, wo er es machen darf. Aber vielleicht hat es sich ja wirklich für ihn zum Besseren gewendet. Ich drücke ganz doll die Daumen, dass es so ist. Welches Gift darf es sein? Ich bin nicht wählerisch. So mag ich meine Gäste. Die erste Runde geht auf mich. Sie sind deutlich anständiger als meine übliche Klientel. Machen Ihnen die Verbanden oder das Kollektiv irgendwelche Probleme? Nicht wirklich. Sie ziehen es vor, sich an eher abgelegenen Orten ohne Publikum zu erschießen. Aber früher oder später wird sich das ändern. Wir sitzen hier auf einem Pulverfass und der kleinste Funke kann es entzünden. Und was machen Sie dann? Alles verrammeln und abwarten, bis sich der Rauch verzogen hat. Das Design Ihrer Bar ist ziemlich ausgefallen. Und irgendwas sagt mir, dass diese Käfige nicht nur der Dekoration dienen. Sie dienen ebenso Ihrem Schutz wie unserem. Glauben Sie mir, meine Angestellten können auf sich aufpassen. Ich schätze, Sie hatten hier schon einigen Ärger. Gesetzlose und Piraten sind nicht gerade für ihre guten Manieren bekannt.
Manche Gäste fangen an zu randalieren und verlieren daraufhin ein paar Finger. Die Gitter halten zwar keine Kugeln ab, sind aber eine eindringliche Warnung, dass man seine Hände lieber bei sich behalten sollte. Das doch schon mal ganz... Also schrecklich, dass man sowas braucht, aber sehr kreativ als Schutz, ja. Wie war es so, nachdem Sie den Nexus verlassen haben? Oh, es war toll. Eine große, stinkende Meutererparty. Ihr Sarkasmus hat diese Zeit offenbar überlebt. Was soll ich sagen? Es war zum Kotzen. Wir hatten kaum Vorräte und konnten nirgendwo hin. Im Vergleich dazu ist Kadara das reinste Paradies. Trotz des beschissenen Wassers. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Die Drinks gießen sich ja leider nicht selbst ein. Okay, guck mal, so kann man doch auch ins Exil gehen, oder? Einfach, ja. Man muss natürlich, man muss ja nicht alles gut heißen, aber das war dazu. Ja. Wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe einfach Sloan Kelly nicht. So, jetzt gucken wir mal, was unser netter Herr macht. Sag ihr, sie soll sich später nochmal melden. Ich trinke gerade und lass die Flasche hier. Ich gehe jetzt erst ans Terminal. Ein Job für Sie an Lachlan Faulkner von Reyes Widdle. Wir finden sicher eine Lösung. Kommen Sie morgen Abend ins Krellis. Ich treffe mich gerne von Angesicht zu Angesicht mit meinen Kunden. Bis dahin schicken Sie bitte keine Details per Mail. Ich hinterlasse ungern Spuren. Mr. Widdle, im Port geht das Gerücht um, dass Sie ein Mann sind, der gewisse Gegenstände schnell und diskret beschaffen und liefern kann. Ich benötige einen solchen Mann. Antworten Sie mir, wenn Sie Interesse haben. Achso, das war die Antwort. Und dann haben wir noch Danke, Kian. Danke für das Terminal und das Zimmer. Wie immer sind Sie ein König unter Männern, Reyes. Und König unter Männern wohl kaum. Ich habe Sie Ihnen schließlich nicht kostenlos zur Verfügung gestellt, aber dennoch gern geschehen. Wir sehen uns später auf einen Drink. So, Reyes, erzähl mal. Ryder, gut, dass Sie hier sind. Sie haben bestimmt schon von den Morden gehört. Vor dem Krallers liegt eine frische Leiche. Einige der Einheimischen sagen, der Scharlatan sei dafür verantwortlich. Das glaube ich nicht. Der Scharlatan ist vorsichtig. Er geht diskret vor. Wer auch immer es getan hat, wollte, dass die Leichen gefunden werden. Um jemandem eine Botschaft zu schicken. Aber wem? Vielleicht sind diese Tode ja einfach nur die Folge eines Lebens in einer von Piraten geführten Stadt. Dafür steckt zu viel System hinter den Morden. Nein. Wenn ich wetten müsste, und das tue ich oft, würde ich sagen, es waren die Rokar. Was sollten die Rokar in Kadara Port wollen? Kadara Port wurde von den Angara erbaut und vor Sloan auch von ihnen geleitet. Ich denke, die Rokar waren hier auf der Suche nach neuen Rekruten. Doch dann ist die Sache aus dem Ruder gelaufen. Und was ist mit den Angara unter den Opfern? Wie passen sie in ihre Theorie? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Sämtliche ermordeten Angara haben offen mit den Völkern der Milchstraße sympathisiert. Das heißt also, die Opfer stammten entweder aus der Milchstraße? Oder haben uns unterstützt. Das ist das einzige Muster, das ich entdecken konnte. Also er könnte recht haben. Ein angaranischer Hafen unter der Kontrolle von Fremden ist genau die Art von Ziel, die sie sich aussuchen würden. Das Problem ist nur, ich habe keine Beweise und der Widerstand will sich die Rokar nicht zu Feinden machen. Ich schätze, da komme wohl ich ins Spiel. Ich brauche ihre schicke KI, um nach Beweisen für eine Beteiligung der Rokar zu suchen. Die Leute haben Angst, Ryder. Das ist ihre Chance, sich in Kadara Port Freunde zu machen. Warum weiß er von meiner KI? Nee, mit ihm flirten will ich nicht. Wie es aussieht, kann ich meiner beständig wachsenden Liste von Titeln jetzt auch noch Detektivin hinzufügen. Detektive finden Dinge. Und Sie sind... Ein Pathfinder. Ja, ja, schon verstanden. Einer der Tatorte ist ganz in der Nähe. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie dort sind. Okay, zum Tatort gehen. Wenn Liam mich lässt, dann gehe ich auch zum Tatort. So, ich denke aber, hier waren wir ja insgesamt durch dann, ne?
Also da haben wir... Hier haben wir jetzt nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Badlands. Und werden mal, ja... Hoffentlich... Also wir haben jetzt eine Menge Quests. Wir werden wieder viel zu tun haben. Nicht hoffentlich, sondern wir werden viel zu tun haben. Bist du der Direktor? Also, dann kommen sie vielleicht nie mehr zurück. Was wissen Sie über die Lage da draußen? Man könnte sagen, ich bin der Direktor der Badlands. Für Touristen ist das nichts. Jenseits dieser Mauern geht's knallhart zur Sache. Wie sieht knallhart aus? Es ist ein Friedhof voller Leute, die entweder schon tot sind oder es bald sein werden. Die Badlands sind die Müllhalde von Kedera. Wie ein riesiges Gefängnis. Wer sogar für diesen Ort hier zu übel ist, den verfrachten wir dorthin. Das heißt, Exilanten werden ins Exil geschickt? Ja, die Schlimmsten der Schlimmen. Und einige davon wollen sogar dort sein. Haben vermutlich was zu verbergen. Das Wasser ist giftig. Überall Schwefelquellen, mit der üblen Angewohnheit, in Brand zu geraten. Also nur zu. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich suche eine Remy Tamayo. Irgendeine Idee, wo ich sie finden könnte? Tamayo. Ach ja, das ist die, die darauf bestanden hat, dass sie unschuldig ist. Sie ist unschuldig. Der Verbannte, der die Gebühren eintreibt, hat einen Fehler gemacht. Remy hatte bezahlt. Tja, scheiße. Sowas ist bisher noch nie passiert. Soweit Sie wissen. Kommen Sie mir nicht dumm, Pathfinder. Als ich Ihr Mädchen zum letzten Mal gesehen habe, sprach sie gerade mit Johann und seinen Leuten. Ein übler Haufen. Ich sende Ihnen den Nav-Punkt der letzten bekannten Position von denen. Machen Sie sich auf einen Kampf gefasst. Okay. Dann geht's für uns jetzt mal raus. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Okay, Atmosphäre ist atembar anscheinend, weil wir tragen keinen Helm. Abbauzonen wurden Ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. So, wir hatten doch mal... Quatsch. Konnte man nicht? Da, Lebensfähigkeit. So, wir haben Kedera und dann haben wir nur noch einen unbekannten Planeten, den wir befrieden. Warum will ich immer alles befrieden? Den wir noch, nicht kennen und der dann halt auch noch ein paar Punkte braucht. Und Eos ist bei 84%, alle anderen sind schon mal bei 100. Also haben wir ja doch schon ein gutes Stück... geschafft, würde ich sagen. Und dann, ja. Setze ich mich jetzt erstmal richtig hin. Und wir schauen uns hier mal um. Den Nomad holen wir uns. Warte mal, wie sieht denn die Karte hier aus? Oh, voller Questmarker. Okay. Hier ist auch noch eine neue Quest. Ich würde sagen, die holen wir uns noch ab. Pflanzenproben. Kein Wunder, dass es toxisch ist. Die Scheiße brennt. Eine exothermische Reaktion der Schwefelsäure beim Kontakt mit dem Wasser in der Atmosphäre. Das Wasser brennt. Natürlich ist das nicht... Also dann, Sam. Sag mir, was wir haben. Kederas Wasser enthält viele Sulfidminerale, deren Oxidation toxische Flüsse und Seen hervorbringt. Also kein Nacktbaden? Überhaupt kein Baden, Pathfinder. Nicht einmal die Schilde des Nomad können die Korrosion durch das Wasser verhindern. Die Präsenz von Monolithen lässt auf ein Gewölbe schließen, das den Säuregehalt reduzieren könnte. Allerdings leben in den Hügeln von Kedera gesetzlose Piraten und andere zwielichtige Exilanten. Je weiter sie sich von dem Berg entfernen, desto gefährlicher wird es. Gut zu wissen. Also dann, Aufbruch. Ja,
Wir brechen aber erst in der nächsten Folge auf. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.